Lasst mich euch mal eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines außergewöhnlichen Pferdes. Im späten 19. Jahrhundert behauptete ein Mann namens William von Austin, dass das Pferd, das er besaß, begabt sei und dass Tiere wie Menschen lernen könnten. Nachdem er mit mehreren Tieren gescheitert war, gelang es ihm mit einem Pferd, das er Hans nannte, ein Erfolg. Dieses Pferd beantwortete 90% der ihm gestellten Fragen richtig. Und die Fragen waren gar nicht so einfach. Hans konnte Addition, Subtraktion und Division durchführen. Wenn er nach der Uhrzeit oder dem Datum gefragt wurde, konnte er genau die richtige Antwort geben, indem er mit seinen Vorderbeinen auf den Boden klopfte. Außerdem konnte Hans in deutscher Sprache verfasste Fragen lesen und verstehen. Hans wurde zu einem Phänomen der damaligen Zeit. Die Menschen reisten aus dem ganzen Land an, um dieses Pferd zu sehen. Natürlich erregte es auch die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Mit der Skepsis eines Wissenschaftlers dachten natürlich alle, dass etwas faul an der Sache sei. Ein Trick, das musste es doch sein, oder? Aber das war es nicht. Unzählige Wissenschaftler und Experten hatten Untersuchungen durchgeführt, waren aber nicht auf einen Betrug gestoßen. Denn auch wenn von Osten, der Besitzer des Pferdes, nicht anwesend war, beantwortete der schlaue Hans die Fragen der anderen mit unglaublicher Genauigkeit. Alle waren nun überzeugt, dass das Pferd wirklich sehr intelligent war. Aber ein Psychologe namens Oskar Fungst bemerkte etwas Seltsames, als er Hans untersuchte. Erstens konnte das Pferd keine Fragen beantworten, wenn es eine Pferdeklappe trug oder wenn der, der die Fragen stellte, hinter einem Vorhang war. Zweitens konnte das Pferd nur antworten, wenn der Fragesteller die Antwort auf die Frage kannte. Aus diesen Beobachtungen zieht Fungst die folgende Schlussfolgerung. Das Pferd zeigte keine Anzeichen von Intelligenz und rechnete nicht. Das bedeutete aber nicht, dass von Osten, der Besitzer des Pferdes, geschummelt hatte. Was geschah, war folgendes. Das Pferd hatte gelernt, die Körpersprache mit unglaublicher Genauigkeit zu lesen. Denkt mal an die Taktik der besten Pokerspieler der Welt. Wenn man die besten Karten erhält, muss man zwangsläufig reagieren. Es ist unmöglich, ein sogenanntes Pokerface zu haben. Irgendein Muskel im Gesicht wird sich bewegen. Deshalb spielen die Profis beim Poker alle mit Hut und Brille. Hans war ein sehr guter Pokerspieler. Er konnte die kleinsten Bewegungen, die kleinste Geste lesen. Wenn sie Hans zum Beispiel nach der Summe von 3 und 5 fragten, begann er mit dem Fuß auf den Boden zu klopfen. Und als er bei 8 ankam, reagierte der Fragesteller unweigerlich, indem er entweder mit den Augen blinzelte oder den Kopf senkte. Und das Pferd sah dies und blieb bei der Zahl stehen. Das war der Grund, warum er hinter dem Vorhang nicht die richtigen Antworten geben konnte. Als Hans Besitzer von Osten 1909 starb, war die Legende vom schlauen Hans zu Ende. An dieser Stelle sollten wir auch die unglaubliche Eigenschaft von Hans würdigen, aber was für uns wichtiger ist, ist die Spur, die diese Geschichte in der Welt der Psychologie hinterlassen würde. In der Zeit, die seit diesem Ereignis vergangen ist, haben die Psychologen begonnen zu untersuchen, was Erwartungen bedeuten. Als Hans von seinem Besitzer aufgefordert wurde, eine Frage zu beantworten, und dieser glaubte, er könne es tun, wenn er es wirklich wollte, ermutigte und leitete er ihn unweigerlich. Funktioniert das aber auch beim Menschen? Das war die Frage. Beeinflussten unsere Erwartungen an jemanden den Erfolg dieser Person? Nach unzähligen Untersuchungen und Studien wurde die Antwort gefunden. Die Antwort lautet ja. Und es wurde ein Name dafür gefunden. Selbsterfüllende Prophezeiung. Mit anderen Worten, die Situation, in der sich etwas wie erwartet entwickelt, nur weil es erwartet wird. Besser bekannt als der Pygmalion-Effekt. Nun, bevor wir über die Einzelheiten dieser Situation sprechen, sollten wir uns ansehen, woher der Name kommt. Dann werden wir über sehr interessante Forschungsergebnisse sprechen. Pygmalion ist eine antike Geschichte über einen griechischen Bildhauer, der sich in eine Marmorstatue einer Frau verliebte. Da er sich nicht in einen Menschen verlieben kann, fleht Pygmalion Aphrodite an und die Statue verwandelt sich in eine Frau und der Bildhauer heiratete die Statue und bekam ein Kind. Hier führte Pygmalions Besessenheit von seiner Statue zur Wiederbelebung der Statue. Sie ist also eine Metapher für die Verwirklichung von Erwartungen geworden. Das Gegenteil des Pygmalion-Effekts ist übrigens der Golem-Effekt. Je weniger Sie von einer Person oder einem Ereignis erwarten, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Erwartungen erfüllt werden. Nun zurück zum Pygmalion-Effekt. Wir sehen diesen Effekt überall in unserem Leben. In Schulen, Unternehmen, Familien. Wenn wir den Pygmalion-Effekt richtig verstehen, können wir unsere Kinder, Freunde, Mitarbeiter oder diejenigen, die uns führen, viel besser analysieren und lenken. Wenn wir verstehen, wozu unsere Erwartungen führen,
können wir besser erkennen, wie groß der Nutzen von hohen Erwartungen sein kann. Einer der Autoren dieses Effekts der selbsterfüllenden Prophezeiung ist der Soziologe Robert Merton. Im Jahre 1948 veröffentlichte er seine Studie zu diesem Thema und definierte darin den Pygmalion-Effekt wie folgt: Überzeugungen, die mit der Zeit zur Realität werden. Ist das aber das erste Mal in der Geschichte, dass wir dieses Problem erkennen? Natürlich nicht. Im Laufe der Geschichte haben Philosophen und Psychologen immer wieder über dieses Thema diskutiert und es kommentiert. Jacques Bousseau zum Beispiel sagte im 17. Jahrhundert, die größte Schwäche ist die übermäßige Angst, schwach zu erscheinen. Darauf weist auch ein Satz von Sigmund Freud hin. Wenn ein Mensch das wertvollste Kind seiner Eltern in der Familie ist, breitet sich dieses Gefühl sein ganzes Leben lang aus. Und wenn man sich die meisten erfolgreichen Menschen ansieht, wird man diese Geschichte sehen. Die erste ernsthafte Studie über den Pygmalion-Effekt wurde 1968 von Robert Rosenthal und Lenore Jacobson durchgeführt. Die Studie und ihre Ereignisse sind wirklich beeindruckend. Sie ist sogar eine der meistzitiertesten und diskutiertesten Studien in der Geschichte der Psychologie. Die Studie läuft folgendermaßen ab. Rosenthal und Jacobson führen einen IQ-Test an Schülern einer Grundschule durch. Anhand der Ergebnisse dieses Tests wird den Lehrern mitgeteilt, dass 20% der Schüler ein überdurchschnittliches Intelligenzpotenzial haben. Und den Lehrern werden die Namen dieser Kinder mitgeteilt. Aus ethischen Gründen werden keine Informationen über das Niveau der anderen Kinder gegeben. Aber das wichtigste Ereignis ist das folgende. Die IQ-Tests der Schüler, deren Namen den Lehrern mitgeteilt werden, werden nicht ausgewertet. Anders gesagt, diese Kinder werden völlig zufällig ausgewählt. Unter ihnen gibt es unterdurchschnittliche und durchschnittliche IQ-Testergebnisse. Aber die Lehrer werden darüber informiert, dass diese Schüler begabt seien. Der einzige Unterschied zwischen den Schülern waren die Erwartungen der Lehrer an sie. Und die Ergebnisse waren nicht überraschend. Am Ende des Experiments wurden die Schüler erneut einem IQ-Test unterzogen. Während sich alle Schüler verbesserten, zeigten die Testergebnisse der genannten Schüler außergewöhnliche Steigerung. Sie schnitten viel besser ab als der Rest. Ich möchte noch von einer anderen interessanten Studie berichten. Es wurden Mäuse getestet, um zu sehen, ob sie aus dem Labyrinth herauskommen können. Zwei Gruppen von Mäusen werden einer Gruppe von Studenten zugeteilt. Es heißt, dass die eine Gruppe von Mäusen sehr langsam lernt, während die andere viel schneller lernt. Was ihr euch denken könnt, wurden diese Mäuse völlig willkürlich ausgewählt, sodass die Mäuse, die die Schüler für besser hielten, nach einer Weile leicht aus dem Labyrinth herauskamen. Die anderen verirrten sich immer wieder im Labyrinth, Ratten, die nichts Falsches gemacht hatten. Nur zum Grund dafür, kehren wir noch einmal zu den Schülern zurück. Rosenthals Beobachtungen zu den auffälligen Ergebnissen dieser Studie sind ebenfalls sehr interessant. Rosenthals Schlussfolgerung über die Gründe, warum Kinder, denen ein überdurchschnittliches Intelligenzpotenzial nachgesagt wird, die sich in Wirklichkeit nicht von den anderen unterscheiden, am Ende des Experiments viel erfolgreicher sind, lautet wie folgt. Die Lehrer waren zwangsläufig wärmer und freundlicher zu den Schülern. Die Lehrer verbrachten mehr Zeit mit diesen Schülern und halfen ihnen mehr. Sie gaben diesen Schülern mehr Mitspracherecht während des Unterrichts. Und wiederum waren die Lehrer konstruktiver, wenn sie diesen Schülern Feedback zu ihren Fehlern gaben. Und diese Lehrer taten diese Dinge völlig unbewusst, reaktiv. Aber wie ich bereits erwähnt habe, sind die Auswirkungen dieser Arbeit viel, viel weitreichender. Und es gibt viele Dinge, die sie uns sagt. Das werdet ihr überall sehen, wo ihr hinschaut. Zum Beispiel weisen Manager zwangsläufig jemanden, von dem sie glauben, dass er in ihrem Unternehmen ein größeres Potenzial hat, mehr Verantwortung zu. Erhöhen ihre Erwartungen und geben dieser Person die Möglichkeit, sich zu entwickeln. In dem Maße, in dem er oder sie sich selbst verbessert, steigen auch die Erwartungen an die Person. Und es entsteht ein Phänomen, das als positive Rückkopplungsschleife bezeichnet wird. Wenn man einer Person sagt, dass sie es besser machen kann, steigert sie ihr Potenzial und wird besser. Das Gegenteil ist aber auch der Fall. Wenn wir wollen, dass eine Führungskraft erfolgreicher wird, neigen wir dazu, diese Person auch in Zeiten des Scheiterns zu unterstützen, der Person die notwendigen Bedingungen für den Erfolg zu schaffen und Zeit zu geben. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Lehrer. Ihr werdet sehen, dass ein Lehrer, der Schüler in seiner Klasse hat, die den Vorlesungen mit Interesse zuhören, sich viel mehr um diese Schüler bemüht. In dem Maße, wie die Erwartungen der Schüler an den Lehrer steigen, nimmt auch sein Potenzial zu. Das ist ein Kreislauf in jeder Hinsicht, positiv oder negativ. Wenn wir ihn aus einer breiteren Perspektive betrachten, sprechen wir von einem Kreislauf, der unser ganzes Leben beeinflusst. Der Pygmalion-Effekt zeigt uns das. Die Realität ist subjektiv.
Und diese Realität kann von unserer Familie, unseren Freunden, unseren Managern und der Gesellschaft manipuliert werden. Unsere Leistungen, unsere Denkweise, unser Verhalten und unsere Selbstwahrnehmung werden von den Menschen um uns herum beeinflusst. Wir sind geprägt von den Erwartungen, die diese Menschen an uns stellen. Natürlich sollte hier auch betont werden, der Pygmalion-Effekt sagt uns nicht, dass jeder alles kann. Wenn man übermäßig hohe Erwartungen an Menschen stellt, die körperlich oder geistig nicht in der Lage sind, kann man diese Person dadurch unnötig stressen und einen völlig gegenteiligen Effekt hervorrufen. Den Forschern McClelland und Atkinson zufolge zögern wir, eine Aufgabe zu übernehmen, wenn wir unsere Erfolgschancen in einer bestimmten Situation als weniger als 50% einschätzen. Kurz gesagt, wir sprechen von moderaten und vernünftigen Erwartungen. Wenn wir uns auf das Wesentliche der Arbeit konzentrieren, ist der Pygmalion-Effekt keine mystische Situation oder ein Unsinn zur Selbstentfaltung. Wir können das Potenzial von jemandem, unserem Kind, unseren Schülern erkennen und wenn wir sie in dem, was sie tun können, unterstützen und anleiten, können wir sie in die Lage versetzen, ihr wahres Potenzial zu verwirklichen. Wie Carl Sagan sagte, die Ziele, die wir unseren Kindern setzen, prägen die Zukunft. Es ist sehr wichtig, was diese Ziele sind. Positive Erwartungen können sich zu selbsterfüllenden Prophezeiungen entwickeln. Träume sind also wie eine Landkarte. Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.